Hallo wieder, herzlich willkommen zu deiner Liebeslegung hier auf meinem Kanal. Wieder, wir wollen mal schauen, was ist das, was diese Person, dein Herzensmensch, okay, es kann auch für viele vielleicht ein Angehöriger sein, jemand, mit dem du einen guten energetischen Austausch hast. Was möchte man dir sagen? Guck mal, diese Person ist eigentlich offen für ein Gespräch, okay? Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass du bereit bist, auch zuzuhören. Manchmal wissen wir wieder, kannst du sehr impulsiv reagieren, manchmal kannst du sehr aus dich herauskommen, ne? Viele von euch habt ihr schon darauf gewartet, dass sich ein Treffen ergibt, eine Klärung, ja, eine Verabschiedung auch. Ihr braucht dringend ein Gespräch, um auf eine Basis zu kommen, egal in welche Richtung. Und dieser Mensch möchte dir sagen, er oder sie ist bereit, ja, zu akzeptieren, dass er oder sie sich oft angelogen hat. Ja, diese Distanz, diese Trennung, dieses dir Schmerzen zugefügt zu haben, tut dieser Person zwar leid, aber ich spüre ehrlich noch nicht die ehrliche Bereitschaft, einen Frieden mit dir zu schließen. Das heißt, die Person möchte dir sagen, ich möchte gerne mit dir sprechen, ja. Ich möchte aber auch, dass wir beide uns nicht anlügen. Auf der anderen Seite widerspricht sich das, weil diese Person genau das Gegenteil macht, ja. Sie ist überfordert, sie ist zu sehr im Ego drin, diese Person nimmt zu viel Abstand, okay. Also es kommt nicht viel Engagement, es kommt noch nicht viel Ehrlichkeit rüber. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das spürt. Aber wir haben die Energie von Zwilling, Waage, Wassermann, Löwe, Schütze und Widder, deine eigene Energie vor allen Dingen. Aber wir haben auch die Jungfrau hier. Was diese Person dir sagen möchte, ist, sie möchte gerne eine Klärung haben. Sie möchte gerne mit dir etwas bereden, ja, dir etwas sagen, etwas loswerden. Aber die Person weiß auch, okay, dass du vielleicht weder in der Bereitschaft bist, Jungfrau, okay, dass du vielleicht weder zuhören möchtest, dass du vielleicht auch wirklich eine Situation abschlagen könntest, um hier einen Frieden zu schließen. Ich sehe hier nicht, dass diese Person sagt, ich liebe dich, ja, ich möchte dich heiraten, ich möchte mit dir Kinder haben. Nein, diese Person hat ihre eigenen Geheimnisse. Sie versucht, mit dir in die Klärung zu kommen, ja, die versucht, einen Mittelweg zu finden, ja. Sie versucht auch, über die geistige Welt vielleicht neue Impulse zu bekommen, wenn der Mensch sehr spirituell ist. Dieser Mensch versucht, sich ins Gleichgewicht zu bringen, aber erwartet auch gleichzeitig, dass du Verständnis hast, dass du der oder diejenige bist, ja, die akzeptiert, dass du der oder diejenige bist, ja, die auch wirklich annimmt. Das heißt, also dieser Mensch stellt Forderungen, dieser Mensch möchte gerne mit dir wieder einen Kontakt haben, aber erwartet gleichermaßen, dass du derjenige bist oder diejenige bist, die Initiative ergreift, okay, die Sachen klarstellt, die quasi hier die Zügel in die Hand nimmt. Falsch, das ist es nicht, okay? Weil die Liebe kann erst kommen, wenn eine ehrliche, aufrichtige Gesprächsbasis entstanden ist, ja? Wenn man ein Karma schließt, wenn man bereit ist, auch allem Ballast zum Trotz, ja, hier eine wunderschöne neue Geschichte zu leben, wenn man sich den nötigen Rückzug gibt vor allen Dingen, ja, wenn man auch auf Gefühle von Kindern oder Familienangehörigen hört, wenn man die Impulsivität zurücklässt, wenn man sich gegenseitig verletzt hat, darf man auch sich gegenseitig verzeihen. Hier geht es darum, ja, dieser Mensch möchte zurücklassen, was zurückzulassen ist, möchte gerne eine neue Liebesgeschichte oder eine neue Vertrauensbasis zu dir haben, aber erwarte trotzdem, dass du der oder diejenige bist, die hier das Verständnis hat und hier einfach sagt Ja und Amen zu allem. Und das ist falsch. Widder, setz dich durch, okay, weil dieser Mensch darf nicht die Überhand haben über deine Gefühle, über deine Handlungen. Definitiv nicht, okay? Der Buchstabe WMOHBWMJV PSIGX und C. Passt es an. Die Liebe wird für Widder fließen. Ja, definitiv. Gerade für die Singles, gerade für die Alleinerziehenden, okay? Die Liebe wird kommen, aber dafür bedarf es, ehrlich zu sein zu dir selber. Ja, eine gute Gesprächsbasis zu haben und zurückzulassen, was zurückzulassen ist. Widder, trau dich wirklich, ja, hier eine Grenze zu ziehen, weil es ist zu deinem höchsten Wohle. Vertraue nicht den ersten Worten, die dieser Mensch oder jemand Neues dir sagen wird, okay, in der Liebe, sondern schütze dein Herz, bringe deinen gesunden Menschenverstand ins Spiel
Und traue dich auch, Nein zu sagen, wenn du merkst, es ist nicht ehrlich gemeint, okay? Hüte dich und vorsichtig mit Hinterhältigen, weil diese Person, auf die du gerade vertraust, oder dieser Mensch, der auf dich zukommt, ja, meint es nicht ehrlich mit dir. Hüte dich ein bisschen und wir schauen nochmal in den nächsten Tagen rein. Ich wünsche euch alles Liebe. Möchtet ihr mehr wissen für eine private Legung, eine zielorientierte Therapie, schreibt mich an wieder. Und ich gebe dir zeitnah einen Termin. Notfall-Express-Legung für am gleichen Tag. Schreib mich an und wenn ich spüre, es ist echt dringend, dann kriegst du von mir sogar am selben Tag noch einen Termin. Bis dahin wieder alles Liebe. Bye.